Stylingberatung in einem rosa Wohnzimmer. Das sind die ersten exklusiven Ausschnitte aus der neuen RTL2-Show mit Daniela Katzenberger. In der ersten Folge berät sie die junge Mama Laura nach ihrer Schwangerschaft. Hattest du viel zugenommen in der Schwangerschaft? 33 Kilo waren es. Boah. Ja. Merkt Wie viel hast du davon wieder runter? 20. Dann weiß ich eigentlich schon ganz genau, was meine Experten für dich shoppen könnten. In drei Boxen Dein Style bringt Daniela gemeinsam mit einem Expertenteam frischen Wind in die Kleiderschränke von Frauen. Oh, wow. Mega. Oh, der ist richtig schön. Ich wollte auch immer so einen Rock haben, aber ich wüsste nie, was ich da drauf ziehen soll. Gerade viele junge Mütter wie Laura haben sie um Rat gebeten. Und bei normalen Mamas ist es ja so, die sind dann 3 Jahre daheim, ne, kümmern sich nur ums Kind und geben sich teilweise so ein bisschen auf, was ich immer so schade finde. Und manchmal ist es so, dass du im Leben einen modischen Arschtritt brauchst. Auch Daniela selbst hat in den letzten Jahren eine modische Zeitreise hinter sich gebracht. Viele würden mich schon, glaube ich, also immer noch vielleicht als lebende Modepanne bezeichnen. Unsere RTL-Reporterin Marisa will wissen, wie Daniela sich in ihrer neuen Rolle als Styling-Expertin macht. Hallo. Hallo. Marisa, freut Daniela, mich. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Ich freue mich auf die Veränderung. Ja, ich bin total gespannt. Gut. Ja, was sind denn so deine 3 Tipps, womit ich mein Winterstyling hier aufpimpen sollte? Ich würde sagen, am besten fangen wir an mit ein bisschen Farbe. Los geht's mit viel Glitzer und einem Stirnband. Darf ich dir auch sagen? Ja, klar. Ich hoffe, dass dein Kopf da rein passt. Das ist total klein. Warte. Ich habe noch nie so ein Stirnband getragen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das als Kind ganz viel getragen und war jetzt eigentlich ganz happy, dass das wieder so Mode ist. Und es sieht total cool aus. Also du bist trotzdem noch Tussi, dadurch, dass wir hier viel Glitzer haben. Und dazu gibt es einen passenden, flauschig warmen Wintermantel. Ja, genau. Haare immer raus. Okay, guck, da mache ich schon den ersten Fehler. Genau. Sonst kleben die so am Hals fest, weil du doch so schwitzt und es ist warm. Und ich würde sagen, du brauchst noch irgendein cooles Accessoire. Damit kriegst du jedes Outfit aufgepeppt. Ich würde sagen, eine Handtasche. Auch die glitzert natürlich. Einen zusätzlichen Glitzeranhänger lehnt Marisa dann aber doch ab. Ja, also so insgesamt ist mir das Outfit ein bisschen too much. Was ich aber von den Daniela Katzenberger Styling-Tipps mitnehmen werde, ist, dass es im Winter auch mal farbig sein darf und durchaus Glitzer drauf sein kann. Dazu gibt Daniela noch folgende Styling-Tipps. Also ich würde sagen, fühl dich wohl, sei trotzdem warm angezogen und kombiniere nie mehr als 2 Farben, sonst siehst du aus wie ein Zirkusaffe. Und ob Mama Laura sich mit Danielas Styling-Tipps anfreunden kann, sehen Sie heute Nachmittag in 3 Boxen Dein Style mit Daniela Katzenberger auf RTL 2.